Guten Tag, ich begrüße Sie zu einer weiteren Vorlesungseinheit Verfassungsgeschichte im Wintersemester 2020/21. Und wir sind inzwischen in der Weimarer Republik angelangt und wir werden uns innerhalb von 2 Videos mit der Weimarer Republik beschäftigen. Dabei möchte ich mich konzentrieren einerseits auf die Rahmenbedingungen, die zu Beginn der Republikgründung und in dieser ersten Phase herrschen, weil die wichtig sind, um weitere Entwicklungen zu begreifen. Wir werden dann einen Blick auf die Verfassung und ihre Strukturen selbst werfen. Und im zweiten Video wird es dann gehen um Verfassungswirklichkeit und Wandel, wie also diese unter schwierigen Bedingungen geschaffene Verfassung dann in den folgenden Jahren funktioniert, sich bewährt und schließlich, letzter Punkt, Ende, wie diese Verfassung scheitert. Daraus ergeben sich dann für das heutige Video Weimarer Republik 1 folgende Inhalte und Lernziele. Wir werden eine Übersicht über die außen- und innenpolitischen Rahmenbedingungen erhalten und die Strukturen der Verfassung kennenlernen. Und daraus ergeben sich dann die Lernziele. Die Studierenden können die Rahmenbedingungen darstellen und in einem zweiten Schritt die Verfassung auf diese Rahmenbedingungen zurückführen. Fangen wir also an mit den Rahmenbedingungen. Sie wissen, der Erste Weltkrieg dauert von 1914 bis 1918. Das Kaiserreich endet im November mit der Abdankung des Kaisers und der Ausrufung der Republik. Aber in diesem zeitlichen Umfeld, da passiert halt einiges und einige entscheidende Dinge. Zunächst einmal 1917 die bolschewistische Revolution in Russland mit der anschließenden Hinrichtung der Zarenfamilie. Einerseits ermöglicht dies dem Deutschen Reich den Abschluss eines Separatfriedens im Osten mit immensen Geländegewinnen und mit der Möglichkeit, frei gewordene Truppenkapazitäten an die Westfront zu werfen, in der Hoffnung, den Krieg dann doch noch auch im Westen gewinnen zu können. Das ist das eine. Das andere ist die Revolution selbst. Sie erinnern sich, dass seit der Französischen Revolution in weiten Teilen des deutschen Bürgertums eine eklatante Revolutionsfurcht herrscht. Und durch die neuerliche Revolution, nun die bolschewistische Revolution, wird diese Furcht bestärkt. Und es ist eine gewaltsame Revolution der Hinrichtung der Zarenfamilie und weiteren vielfältigen Gewalttaten. Das heißt, die Revolution, nun die bolschewistische Revolution, steht als großes Schreckgespenst im Raum. Dann haben wir den Ausgang des Krieges, der für die meisten Deutschen aufgrund der staatlichen Propaganda unerwartet verloren geht. Dann endet die Monarchie, das Kaiserreich, aber auch alle anderen Fürstentümer, auf denen das Reich ja, wie Sie sich erinnern, als Bund der Fürsten beruht. Also eine grundstürzende Umwandlung der Verhältnisse. Die für Deutschland naturgegebene, angemessene Regierungsform, die Monarchie, ist auf einmal vorbei. Gleichzeitig hatte sich das Reich in den Jahrzehnten vor dem Krieg zu einem der führenden Industriestaaten Europas, ja der Welt entwickelt, war also erfolgsverwöhnt, gleichzeitig eben auch sehr modern. Hinzu kam seit der Jahrhundertwende sich immer machtvoller entfaltender Aufbruch in die Moderne, auch in künstlerischer Hinsicht. Und auch in gesellschaftlicher Hinsicht wird die wilhelminische Gesellschaft bereits vor dem Krieg transformiert. Das preußische Erbe, wenn man so will, ist die Gesetzesstaatlichkeit. Das
Hinzutun des Kaiserreichs ist das allgemeine Wahlrecht für Männer, ist die Einbindung von Parteien in politische Diskussionen. Gleichzeitig gibt es aber eben nach wie vor eine Klassengesellschaft, die durch die Industrialisierung anders, moderner sichtbar gemacht worden war, als das vorher im feudalen System der Fall war. Und schließlich scharf segmentierte Milieus. Die Trennung Stadt-Land beginnt sich scharf auszuprägen. Katholiken, Protestanten, Juden, Polen, Deutsche, das sind alles Milieus, die in vielfacher Hinsicht segmentiert sind. Das heißt, die Weimarer Republik, die in diesem Moment sich formieren muss, trifft auf eine Vielzahl von schwierigen Situationen, um es mal vorsichtig auszudrücken, und sieht sich zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt. Und kann man sich vorstellen, das macht es nicht gerade einfach. Daraus resultiert dann bei den Verantwortlichen, die jetzt zuständig sind. Und Sie erinnern sich, als der Kaiser abgedankt hat, hat Prinz Max von Baden, der bis dahin als Reichskanzler fungiert hat, die Regierungsgeschäfte auf den Sozialdemokraten Friedrich Ebert übertragen und sozusagen in ein Vakuum hinein die SPD mit der Führung des Staates beauftragt. Das heißt, in dieser spezifischen Situation ist die Verhinderung eines Bürgerkriegs, die Stabilisierung der Wirtschaft, das oberste Gebot, jedenfalls das, was sich die Führung der SPD auch zu eigen macht. Vor dem Hintergrund der bolschewistischen Revolution, die auch auf Deutschland überzugreifen droht, es bilden sich Arbeiter- und Soldatenräte, es gibt den Matrosenaufstand in Kiel, alles dies droht außer Kontrolle zu geraten. Gleichzeitig ist die durch den langen Krieg angeschlagene Wirtschaft dringend darauf angewiesen, dass die heimkehrenden Soldaten in den Arbeitsmarkt integriert werden, dass die wirtschaftliche Entwicklung, die Produktion wieder Fahrt aufnimmt. All dies verlangt nach Rahmenbedingungen und nicht nach 3 Jahren Bürgerkrieg. Und um das zu vermeiden, schlägt die SPD eben einen bestimmten Kurs ein, der Stabilisierung. Das geht nicht ohne Opfer und ohne den Verzicht auf durchgreifende, im originären Wortsinn revolutionäre Maßnahmen. Es kommt nicht zur Säuberung von Justiz, Verwaltung und Militär. Das heißt, all diese Leute, die dort in mittleren und oberen Rängen arbeiten, bleiben an ihren Plätzen. Und das sind alles Leute, die ihren Eid auf den Kaiser geschworen haben oder auf einen der Fürsten in den Bundesstaaten. Das heißt, alles Leute, die eine zutiefst monarchische, häufig antirepublikanische Gesinnung haben, sind nun wie bisher die Stützen des Staates. Und auch die Industrie, die natürlich immens kapitalistische Strukturen ausgebildet hatte, wird nicht vergesellschaftet, weil es findet ja eben keine bolschewistische Revolution statt und sie soll ja auch nicht stattfinden. Das heißt, auch hier bleiben die Eigentumsstrukturen gleich und auch hier bleibt der Klassengegensatz erhalten. Und mit dieser Hypothek versucht die neue Führung, den Bürgerkrieg zu vermeiden und einen möglichst raschen Wiederaufbau hinzubekommen. Zwar ist nach dem Zusammenbruch der Monarchie, nach der relativ lautlosen Abdankung von Monarchen, die sich auch aus dem Staub machen. Ja, der bayerische König springt mit seiner Familie in eine Kutsche und verlässt München. Und Wilhelm II. Geht nach Holland ins Exil. Ist Demokratie die logische Konsequenz? Und bis auf sozusagen Hardcore-Konservative wollen das auch alle Parteien im bisherigen kaiserlichen Reichstag. Das heißt, eine Weiterentwicklung des Reichs hin zu einer Demokratie gilt als selbstverständlich. Gleichzeitig wird eine Räterepublik, also ein Sowjetstaat, Sowjet heißt ja Rat, abgelehnt. Und
Das bedeutet natürlich, dass es innerhalb der politischen Bewegung zu Spaltungen kommt. Die SPD ist ja schon über die Kriegskredite seit 1914 gespalten in die USPD und die MSPD, also die Mehrheitssozialdemokraten, das ist das, was wir heute als SPD kennen, und die unabhängigen Sozialdemokraten, das steht weiter links, und dann gibt es die Spartakisten und die Kommunisten. Und diese linken Kommunisten und Sozialdemokraten können sich eben nicht durchsetzen mit weitaus radikaleren Forderungen, sondern es wird eben ein Entwicklungskurs eingeschlagen. Keine Revolution, sondern eine intendiert tiefgreifende Reform. Aber Sie erinnern sich, ich habe Ihnen gesagt, so tiefgreifend ist es dann gar nicht. Vor diesem Hintergrund der innenpolitischen Gemengelage hofft man bis zuletzt auf einen gerechten Frieden. Es ist vor dem geistigen Hintergrund aller Beteiligten nicht vorstellbar, dass die Alliierten nun Deutschland für den Krieg büßen lassen werden. Man sah sich von Anfang an in einer gerechten Position. Man führte vorgeblich einen Verteidigungskrieg. Man hatte sich nach eigener Wahrnehmung ritterlich verhalten. Und jetzt sollte eben ein Frieden geschlossen werden und dann einen Neuanfang ermöglichen. Aber dieser Eindruck ist bei den Alliierten nicht weit verbreitet. Und dementsprechend findet sich eben auch im Versailler Vertrag eine Vorschrift, die besagt, dass Deutschland, dass der Kaiser am Krieg schuld sei, dass es auf deutscher Seite zu großen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Heiligkeit des Rechts gekommen sei und dass dies auch geahndet werden müsse. Und auch der Friedensvertrag im eigentlichen Sinne ist einer, der Deutschland Lasten aufbürdet, und zwar Lasten, die die deutsche Bevölkerung quer durch alle politischen Lager und die Führung auch fast einhellig als ungerecht empfindet. Es kommt zu Gebietsverlusten im Osten und im Westen. Es gibt ein Wiederbewaffnungsverbot, es gibt hohe Reparationszahlungen. Deutschland wird auch geächtet in der Völkerrechtsgemeinschaft. Und all dies ist für das Selbstverständnis der Bevölkerung und ihrer Eliten, aber auch für die Perzeption der zurückliegenden 4 Jahre eine unverständliche Reaktion. Und das heißt, diese Hoffnung auf einen gerechten Frieden, die wird bitter enttäuscht werden und sie wird die innenpolitischen Jahre, die dann kommen, aufs Tiefste vergiften. Heinrich August Winkler hat die SPD und die Weimarer Republik insgesamt als Konkursverwalter des kaiserlichen Deutschlands bezeichnet, also ihnen eine undankbare und auch ja wenig erfolgversprechende Aufgabe zugewiesen. Nun ist es immer so, aus der Rückschau sind wir stets schlauer als die jeweils aktiv Handelnden. Das heißt, man muss in dem, was damals geschieht, auch immer noch eine Zukunftsperspektive eingebaut lassen, um dem Ganzen auch gerecht zu werden. Wir versuchen, auf diese Dinge ebenfalls einzugehen. Jedenfalls gelingt es den neuen demokratischen Kräften, die Situation in wesentlichen Bereichen auch zu steuern. Es wird die Wahl einer Nationalversammlung vorbereitet. Am 19. Januar 1919 findet diese statt. Am 9. November war die Republik ausgerufen worden. Also das ist eine schnelle Entwicklung unter den damals schwierigen Umständen. Das Wahlrecht zur Nationalversammlung umfasst nun auch Frauen. Aus dieser Wahl geht die SPD, also die Mehrheitssozialdemokraten, als stärkste Partei hervor. Sie hat aber keine Mehrheit. Die Mitte, also die verschiedenen liberalen Parteien und die Konservativen, die sind zersplittert.
Und dann gibt es ja auf dem links von der SPD weitere Parteien und auch die Parteien der Mitte, die Parteien links von der Mitte haben zusammen keine Mehrheit. Das heißt, die SPD als stärkste politische Kraft ist auf die Kooperation mit verschiedenen anderen Kräften angewiesen und muss sich dann unter den Pro-Republikanern der Mitte Partner suchen. Die Nationalversammlung, das muss man ganz klar feststellen, ist überwältigend demokratisch legitimiert. Bei einer um 20 Millionen Köpfe gewachsenen Zahl der Wahlberechtigten, weil ja eben die Frauen mitwählen dürfen, ist die Wahlbeteiligung bei 83%. Und deswegen verfügt die Nationalversammlung über eine sehr starke demokratische Legitimation, um das neue Deutsche Reich zu gestalten. Interessanterweise haben die Frauen, die jetzt erstmals wählen durften, seltener für die Mehrheitssozialdemokraten gestimmt als Männer, die es getan haben. Die Nationalversammlung tritt am 9. Februar 1919 zusammen und es bildet sich eine Regierung aus der MSPD, der DDP und dem Zentrum. Dazu kommt auch noch die Bayerische Volkspartei. Und diese Mitte-Rechts-Koalition versucht nun, das neue Deutsche Reich, die Weimarer Republik, zu entwerfen. Dabei setzt die Koalition auf Kontinuität, nicht auf Konfrontation mit den alten Kräften. Ich sagte es schon, Justiz, Militär, Verwaltung, denn die braucht man, damit der Staat weiterläuft, damit die Staatsgewalt kontinuierlich ausgeübt werden kann. Man nimmt dafür in Kauf, dass man diese Leute erst gewinnen muss und vielleicht die Art ihrer Amtsführung zunächst einmal nicht zu 100% im Sinn der neuen Zeit sein kann. Eine vorläufige Verfassung wird am 10. Februar 1919 verabschiedet und am 11. Februar wird dann Friedrich Ebert zum Reichspräsidenten gewählt und Philipp Scheidemann wird Reichsministerpräsident, so heißt das für eine kurze Übergangszeit. Später ist dieses Amt wieder das Amt des Reichskanzlers. Das heißt, die SPD führt Regierung und Staat. Aber die Schwierigkeiten, von denen ich eingangs gesprochen habe, die halten natürlich an. Die wirtschaftliche Lage ist schlecht. Es ist zwar nichts zerstört, nicht? Also anders als im Zweiten Weltkrieg hat es ja keine Bombardierung des Reichsgebiets oder so etwas gegeben. Also die wirtschaftliche Lage ist schlecht wegen der unterbrochenen Handelsbeziehungen, wegen der gesunkenen Industriearbeiterschaft, aber auch natürlich wegen der Reparationsleistungen, die gezahlt werden müssen. Es kommt immer wieder zu Versuchen des Industrieproletariats, vor allem im Bergbau, da geht es den Leuten besonders dreckig, eine Revolution zu machen, also Bolschewismus einzuführen. Das wird aber immer wieder niedergeschlagen. Die Regierung setzt Gewalt ein, um diese Proteste zu beenden. Und sie bedient sich dabei der sogenannten Freikorps. Nach der Auflösung der Reichswehr gibt es natürlich noch Millionen Soldaten des ehemaligen kaiserlichen Heers, die nicht wissen, was sie machen sollen. Und die schließen sich dann zu sogenannten Freikorps zusammen und suchen nach Beschäftigung, nach Arbeitgebern. Und auch wenn die Regierung kein Heer unterhalten darf in großer Stärke, so nutzt sie doch die Truppen, die ihr als Freikorps zur Verfügung stehen, um Polizeiaufgaben mit militärischer Gewalt auszuüben, wie etwa die Niederschlagung von Streiks und Aufständen. Also hartes Vorgehen. Gleichzeitig werden Betriebsräte eingesetzt, und zwar auch in den Bereichen, in denen die kaiserliche Rechtsordnung das bislang verhindert hatte, sodass hier die SPD als Arbeitnehmerpartei tatsächlich auch Erfolge erzielen kann.
Die Entwicklung verläuft im Reich sehr unterschiedlich. Das Revolutionsgeschehen bzw. die friedliche Entwicklung ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Bayern beispielsweise hat eine relativ sanfte Implosion der Macht erlebt. Wie gesagt, der König steigt mit seiner Familie in eine Kutsche und fährt davon. Und Kurt Eisner wird Ministerpräsident. Das ist ein Journalist, ein Literat, ein Dichter, ein Mann, der Theaterkritiken geschrieben hatte und auf einmal nun mit der SPD die Regierung in Bayern anführt. Und vielen Zeitgenossen ist das wie ein Traum vorgekommen, wie eine irreale, surreale Phase. Es gibt da ein interessantes Buch von Volker Weidermann, Träumer, als die Dichter die Macht übernahmen, heißt das. Das ist eine literarisch-fiktionale Aufarbeitung dieser Vorgänge in Bayern im Jahr 1919, die bei aller Leichtigkeit und Heiterkeit, die da auch geherrscht haben, aber tragisch endet. Kurt Eisner wird bereits im Februar 1919 ermordet. Es kommt dann zur Errichtung einer Räterepublik, weil die bayerischen Arbeiter und Soldaten sagen, es hat eben nichts genutzt, hier diesen sanften Übergang zu versuchen und eine Fortführungsrepublik aufzusetzen. Es muss zu einem scharfen Schnitt kommen und deswegen bilden sie eine Räterepublik. Aber die ist auch mehr oder weniger harmlos, nicht zu vergleichen mit den Bolschewiken in Russland, aber für die Zentrale, für die Reichsregierung und für das rechte politische Spektrum ist das natürlich ein rotes Tuch und es kommt zur gewaltsamen Niederwerfung der Räterepublik in Bayern und das wird wesentlich blutiger und gewaltsamer als all das, was die Räterepublik getan hat. Das heißt, die Entwicklung ist sehr disparat und auch immer wieder geeignet, neue Ängste zu schüren und zu neuer Gewalt zu führen. Also die Last, die auf dem neuen Staat hier auf den neuen Staat einwirkt, die ist wirklich nicht zu unterschätzen. Kommen wir noch einmal zurück zum Krieg und zum Friedensschluss. Ich sagte es ja, der Krieg war nicht ins Reich gekommen. Nach kurzen Vordringen der zaristischen Armee an der Ostfront ist es, wie gesagt, Hindenburg gelungen, in der Schlacht bei Tannenberg die Russen zurückzuschlagen. Und dann folgten extensive Geländegewinne, die im Separatfrieden mit dem bolschewistischen Russland dann gesichert werden konnten. An der Westfront ist es nach einem anfänglich dynamischen Vordringen dann zu einem Stillstand der deutschen Linien gekommen und die nächsten 4 Jahre bewegt sich das immer um mehrere Kilometer vor und zurück, aber die Front bleibt in Frankreich. Und daraus ergibt sich die Vorstellung, das deutsche Heer sei, Zitat, im Felde unbesiegt. Und wenn die Politiker nicht vorschnell eingeknickt wären, hätte die Armee den Krieg gewinnen können. Das stimmt aber nicht. Das ist vielfach belegt. Die Unterstützung der Alliierten durch die USA führt zur Auffrischung mit Material und Soldaten und die Industrie- und Armeekraft der USA auch schon 1917 im Vergleich zum ausgebluteten Deutschland unerschöpflich, also ein Krieg wäre nicht zu gewinnen gewesen. Aber die sogenannte Dolchstoßlegende, dass man im Felde unbesiegt sei, aber in der Heimatfront den Dolch in den Rücken bekommen habe, die wird verbreitet und findet willige Menschen, die das glauben. Die Kriegsschuldfrage, die von den Alliierten eindeutig Deutschland zugeschoben wird, wird intensiv diskutiert. Die Deutschen machen auch Kommissionen, die beweisen sollen, wer schuld ist und was wem zuzurechnen ist.
Jedenfalls weisen die Deutschen die alleinige Kriegsschuld zurück. Und dieses Thema gehört zu den umstrittensten der Weimarer Zeit. Und es ist auch in der frühen Bundesrepublik umstritten. Die Fritz-Fischer-Kontroverse, Griff nach der Weltmacht, ein sehr lesenswertes Buch, das eine Historikerkontroverse ausgelöst hat in dieser Zeit, belegt das. Es ist ebenfalls umstritten und zum 100-jährigen Jubiläum wird die Frage, da ist die Frage 2013-14 erneut intensiv diskutiert worden. Christopher Clark, die Schlafwandler, ist eben auch jemand, der gesagt hat, es ist keine alleinige Kriegsschuld des Deutschen Reiches zu erkennen, sondern alle haben verantwortungslos gehandelt. Aber das wird auch 2013-14 insbesondere von deutschen Historikern, die eher dem linken Lager zuzurechnen sind, vehement zurückgeworfen. Die halten an der deutschen Kriegsschuld eisern fest. Nach dem Waffenstillstand kommt es zu Friedensverhandlungen und zu den sogenannten Pariser Vorortverträgen, denn die Alliierten schließen mit jedem Kriegsgegner einen separaten Vertrag, also mit Österreich, mit der Türkei und mit Deutschland vor allem. Und für Deutschland ist es eben der Versailler Vertrag. Und dieser Versailler Vertrag regelt die Kriegsschuld, regelt grundsätzlich die Reparationenpflicht des Reichs und enthält eben auch Vorschriften darüber, dass Kriegsverbrechen gerichtlich verfolgt werden sollen, dass Kaiser Wilhelm vor ein internationales Tribunal gestellt werden soll, für die damalige Zeit undenkbar. Eine Innovation des Völkerstrafrechts, die man als Jurist natürlich interessant findet, die man auch bejahen kann, an der man eben spätere Entwicklungen auch weiterführen kann. Aber für die Zeitgenossen war das ein Unding, zu sagen, ein Monarchen, ein regierendes Haupt eines Staates trifft eine individuelle Schuld dafür, dass ein Krieg begonnen wurde. Weil Krieg war Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das haben nicht nur die Deutschen und die Preußen so gesehen, sondern alle. Und alle haben sich so verhalten. Und auf einmal, so die Perzeption, sollte nun Wilhelm derjenige sein, der dafür am Ende sogar ins Gefängnis musste. Wir haben hier also eine revolutionäre Entwicklung im Bereich des Völkerrechts, aus der aber dann in der Praxis nicht viel wird. Denn, ich erwähnte es schon, der Kaiser steigt in einen Zug und fährt in die Niederlande und bis an sein Lebensende in den 40er Jahren wird er dort vor allem Holz hacken und gelegentlich sagen, dass er Adolf Hitler einen tollen Mann findet. Und die Niederlande liefern ihn eben nicht aus, sodass es also nicht zu diesem Prozess gegen Wilhelm kommt. Es gibt dann verschiedene Prozesse, auf die komme ich aber später nochmal zu sprechen. Letztendlich ist der Krieg, der verlorene Krieg und die Behandlung des verlorenen Krieges ebenfalls eine Hypothek, die auf dem Deutschen Reich lastet und die Zukunft der Weimarer Republik tatsächlich schwer prägen wird und in gewisser Weise, so sehen viele Zeitgenossen das eben auch, kämpfen bestimmte Teile Deutschlands 1939 dafür, den Versailler Vertrag rückgängig zu machen. Neben allem anderen, was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, aber das ist ein Motiv, das in der Gesellschaft auf große Zustimmung stößt, diese ungerechte Regelung des Ersten Weltkriegs durch einen neuen Waffengang zu beseitigen. Das ist ein absurder Gedankengang, aber das ist damals weit verbreitet. So, und unter all diesen wirklich unerfreulichen Bedingungen kommt nun die Nationalversammlung ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich der Verfassunggebung, nach. Momentan ist die Nationalversammlung ja so eine Art Reichstag und verfassunggebende Versammlung zusammen, weil wir noch in dieser Übergangsphase sind. Wir haben diese Übergangsverfassung, die Nationalversammlung ist gewählt, sie hat einen Reichspräsidenten gewählt, sie hat einen Ministerpräsidenten gewählt, sie erlässt Gesetze und außerdem wendet sie sich nun der Verfassunggebung zu und danach entsteht dann das, was wir eigentlich die Weimarer Republik nennen. Wir sind noch in dieser Übergangsphase.
Hugo Preuß, 1860 bis 1925, ein Jurist, ein jüdischer Hochschullehrer, der eine Professur hat, aber im System des Kaiserreichs natürlich nicht an einer ordentlichen Universität, sondern an einer Handelshochschule. Hugo Preuß wird im November Staatssekretär des Innern. Er ist liberaler Sozialdemokrat, er ist ein progressiver Jurist und er ist derjenige, der im Wesentlichen den Verfassungsentwurf für die Weimarer Reichsverfassung schreiben wird. Hugo Preuß ist im Kaiserreich, in der Weimarer Republik viel gescholten und angegriffen worden von den Rechten. Heute ehrt ihn eine Brücke vor dem Hauptbahnhof in Berlin. Der Verfassungsentwurf, den Hugo Preuß vorlegt, enthält zunächst keinen Grundrechtsteil. Das wird erst später hinzugefügt, weil in der Weimarer, in dieser frühen Zeit, man eben auch noch unsicher ist, welche Rolle Grundrechte auf Reichsebene eigentlich spielen sollen. Aber das hängt eben dann von der Struktur des Reichs ab und deswegen kommen Sie da noch hinein, dazu später noch etwas mehr. Am 31. Juli 1919 wird die Nationalversammlung verabschiedet mit 282 gegen 75 Stimmen und tritt daraufhin in Kraft am 14. August 1919. Und ab diesem Zeitpunkt können wir dann eben von der Weimarer Republik sprechen, wenn wir das Deutsche Reich meinen. Diese Reichsverfassung konstituiert eine Republik. So fängt sie auch gleich an. Das Deutsche Reich ist eine Republik, Punkt. Es ist ein Bundesstaat mit stärker unitarischen Elementen als das Kaiserreich. Das Kaiserreich war ebenfalls ein Bundesstaat mit staatenbündischen Elementen. Die sind getilgt zugunsten einer stärkeren Unitarisierung, aber eben keiner völligen Unitarisierung. Es ist ein Bundesstaat. Es ist ein Präsidialsystem, das heißt, wir haben einen, wie wir das heute nennen, Staats- und Regierungschef. Und dieser Präsident ist jetzt nicht in die Alltagsgeschäfte der Regierung eingebunden, aber er verfügt über eine große Macht, auch auf die Regierung einzuwirken. Es gibt den zunächst Reichsministerpräsidenten, später Reichskanzler, der die Regierung führt, aber das eigentliche Machtzentrum liegt beim Präsidenten. Das liegt vor allem daran, dass der Präsident unmittelbar vom Volk gewählt wird. Wohingegen der Kanzler sich auf eine parlamentarische Mehrheit stützt. Die Regierung und der Kanzler sind dem Parlament verantwortlich. Das heißt, diese späte Entwicklung, die die kaiserliche Verfassung im Oktober 1918 vollzogen hatte, die gehört hier von Anfang an zum Repertoire und führt dazu, dass das Parlament den Kanzler und die Regierung abberufen kann. Ich mache hier eine Pause, denn das, wie wir wissen, ist nur die halbe Miete. Das Grundgesetz sieht das eben anders vor. Das Grundgesetz sagt, dass das Parlament den Kanzler nur abberufen kann, wenn es gleichzeitig einen neuen Kanzler wählt. So ist die Regelung hier nicht und es wird sich zeigen, welche Probleme das mit sich bringt. Die Reichsverfassung enthält auch Grundrechte. Diese Grundrechte sind allerdings hinsichtlich ihres rechtlichen Gehalts umstritten und sie bleiben das bis 1932. Sind es unmittelbar wirkende Rechte? Binden sie den Gesetzgeber? Ja, nein. Darüber wird viel diskutiert und
es kann sich bis zum Schluss die Meinung halten, dass sie nicht den Gesetzgeber binden. Deswegen steht im Grundgesetz, dass die Grundrechte den Gesetzgeber binden. Um diesen Streit, der die Weimarer Staatsrechtslehre Jahrzehnte beschäftigt hat, eben klar zu entscheiden. Insgesamt ist die Verfassung ein Spagat zwischen Versöhnung und Weiterentwicklung. Der Reichspräsident als zentrale Figur der Verfassung ist von den Schöpfern, auch und gerade von Hugo Preuß, als Gegengewicht zum Parlament konzipiert. Das Parlament ist nach der Erfahrung aller politisch Handelnden im Kaiserreich ein Ort der scharfen politischen Kontroverse, der Parteiendiskussion, die am Ende nicht zur Verantwortungsübernahme führt. Das kann man dem Reichstag des Kaiserreichs jetzt nicht wirklich vorwerfen, weil das ja kein parlamentarisches System war. Aber die Arbeitsweise des Reichstages ist davon geprägt. Die Wahrnehmung des Parlaments ist davon geprägt. Und auch viele der neuen Abgeordneten kennen kein anderes Arbeiten im Parlament. Das heißt, es besteht die begründete Befürchtung, dass der Reichstag ein Ort der politischen Kontroverse sein wird, aber nicht bereit zum Kompromiss, nicht bereit, Entscheidungen, auch wenn sie schwierig sind, anzunehmen und dann zu vertreten und die Regierung dabei zu unterstützen, das alles zu tun. Und um diese Gefahr zu bannen, dient der Reichspräsident als Gegengewicht. Der Reichspräsident, auf 7 Jahre vom Volk gewählt, ist eine Integrationsfigur. Er repräsentiert die Einheit des Reiches. Er steht über den Parteien und er kann dafür sorgen, dass sich alle Teile der Bevölkerung im Reich wiederfinden. Das ist ganz wichtig für die Beamtenschaft und das Militär. Hier gibt es eine große Mehrheit, die sich nicht mit einem sozialdemokratisch geführten Reichstag identifizieren können. Aber ein Reichspräsident, der auch wenn er von der SPD ist, wie Ebert, als unabhängiger Repräsentant des Gesamtstaates auftritt, das ist für die Perzeption weiterer Teile der Bevölkerung ein Versöhnungsangebot, damit die Republik in Anführungszeichen erträglich ist. Ein Problem, was damit verbunden ist und was auch gerade in Teilen der SPD, aber auch auf Seiten der USPD und der Spartakisten formuliert wird, das ist ja alles schön und gut, aber wie sieht das mal aus, wenn der Reichspräsident nicht Friedrich Ebert heißt, sondern jemand anders ist, womöglich ein Konservativer? Das ist eine schlaue Frage und wie sie ausgeht, werden wir sehen, wenn Friedrich Ebert stirbt und Paul von Hindenburg sein Nachfolger wird. Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick auf die Elemente der Reichsverfassung werfen. Artikel 1, das Deutsche Reich ist eine Republik, hatte ich schon gesagt. Das Deutsche Reich ordnet sich in die Völkerrechtsgemeinschaft ein, Artikel 4. Das ist natürlich zunächst nur mal ein Versuch, ein Angebot. Hallo, wir wollen auch wieder zur zivilisierten Welt der Nationen dazugehören, auch wenn ihr sagt, wir hätten den Krieg angefangen, aber wir sind zur Kooperation bereit. Also die ausgestreckte Hand, die das Reich den anderen europäischen Mächten hinbietet. In gewisser Weise ähnlich Artikel 24 des Grundgesetzes, der gewisse andere Intentionen hat, bei dem es aber auch darum geht, dass das Reich oder der Nachfolgestaat Deutschlands irgendwie versucht, wieder sich zu integrieren in die Völkerrechtsgemeinschaft. Das war 1949 natürlich noch wesentlich schwieriger als 1919, aber das Problem stellte sich, wie gesagt, auch damals schon.
Die Verfassung sieht in Artikel 17, aber auch in Artikel 9 bis 15 Klauseln vor, die auf die Homogenität des Reiches und der Länder hinwirken. Das heißt, es ist zwar ein Bundesstaat und die Länder sind Träger eigener Staatlichkeit mit eigenen Kompetenzen, eigenen Regierungen, Parlamenten, et tutti quanti, aber trotzdem soll das Reich eine einheitliche, homogene Struktur aufweisen. Also alles soll republikanisch sein beispielsweise. Ja. Und das ist eben auch wichtig, um hier vorzudringen in alle Teile der staatlichen Gewalt. Das Wahlrecht wird ausgeweitet, Artikel 22. Es gibt ausführlichere Vorschriften als zuvor über die Reichsregierung. Es gibt jetzt auch offiziell eine Reichsregierung. Sie erinnern sich, im Kaiserreich gab es den Kanzler und verschiedene Staatssekretäre, die selbst im Krieg noch immer als Reichsleitung bezeichnet wurden, um den Regierungsbegriff zu vermeiden. Das haben wir jetzt unproblematisch. Und es gibt in Artikel 109 fortfolgende die Grundrechte. Wichtiges Element ist der Gleichheitsgedanke, also das Aufräumen mit den letzten Resten ständischer Gesellschaftsstrukturen. Jeder ist vor dem Gesetz gleich, jeder ist ein Staatsbürger. Es gibt keine Adelsvorrechte. Das ist für die erste deutsche Republik, die tatsächlich gegründet wird, ein ganz wesentliches Element, das im Grundrechtsteil geregelt werden muss. Die Grundrechte selbst, ich sagte es schon, bis 1932 wird darüber diskutiert, ob sie den Gesetzgeber binden, und das wird mehrheitlich abgelehnt. Die Weimarer Reichsverfassung ist innenpolitisch intensiv diskutiert worden. Sie stellt ja das Leben auf eine neue Grundlage und wirft bisher Gekanntes eben um. Schon im ersten Satz, das Deutsche Reich ist eine Republik, es gibt keine Könige mehr, keinen Kaiser. Ist das überhaupt legitim? Geht das? Das wird genauso gefragt wie, warum sind wir nicht weitergegangen? Warum haben wir auf halbem Wege stehen? Sind wir auf halbem Wege stehen geblieben? Hätten wir nicht viel mehr machen müssen? Hätte es nicht eine Revolution geben müssen? Kann eine Verfassung ohne Revolution überhaupt wirksam sein? Dann sagen viele ja natürlich, weil das Wichtigste aus deren Perspektive ist, die Revolution überhaupt zu vermeiden. Dieses Thema wird also intensiv diskutiert. Und die Legitimität kommt für die meisten, da es ja eben an einer Revolution fehlt im eigentlichen Sinne, kommt die Legitimität daraus, dass die Verfassung ein Wertegefüge darstellt, dass ein Konsens ausgehandelt worden ist durch die Nationalversammlung, die wie gesagt breit demokratisch legitimiert ist und die ihrerseits mit überwältigender Mehrheit diese Verfassung angenommen hat. Und dieser Wertekonsens, der trägt dann auch die Weimarer Reichsverfassung. Ein zweiter wichtiger Diskussionspunkt war die Frage Einheitsstaat oder Bundesstaat. Da gab es in beide Richtungen starke Strömungen, von denen sich letztendlich keine hat zu 100% durchsetzen können. Heinrich August Winkler schreibt in seiner großen Monographie über die Weimarer Republik, dass sie am Ende unitarischer geworden sei, als die Föderalisten es gewollt hätten, und föderaler, als die Unitaristen es gewollt hätten. Es gibt also Argumente und Elemente für beide Seiten, und zusammen versuchen sie eben auch eine Balance hinzubekommen. Und wir wissen ja aus unserer eigenen Föderalismus-Erfahrung in der Bundesrepublik Deutschland, dass das schwierig ist. Jedenfalls gelingt es der Weimarer Reichsverfassung, die beiden stärksten deutschen Staaten deutlich abzuwerten. Die Reichsregierung wird als Reichsregierung etabliert. Sie wird völlig gelöst von der preußischen Regierung. Das war im Kaiserreich ja anders. Der Reichskanzler war immer zugleich der preußische Ministerpräsident und der Kaiser war gleichzeitig der preußische König. Das heißt, hier gab es eine völlige Verzahnung, und auch die darunterliegende Bürokratie
wurde, also die Reichskanzler haben die preußischen Bürokratien als Hausapparate genutzt, weil sie keine eigenen vergleichbaren Strukturen hatten. Das wird aufgelöst. Und Bayern, das auch darüber hatten wir kurz gesprochen, im Reich eben als stärkster süddeutscher Staat, der gewonnen, manche sagen auch gekauft werden musste, um seine Zustimmung zur Mitgliedschaft im Kaiserreich zu geben. Bayern verliert ebenfalls sämtliche Reservatrechte wie die Briefmarken und die Armee und all diese Sachen. Aber es ist eben auch stärker in die föderalen Strukturen des Reichs eingebunden. Das heißt, die großen Staaten verlieren an Bedeutung und das Reich hat auch zusätzliche Kompetenzen gewonnen. Das war der erste Teil der Vorlesungseinheit Weimarer Republik. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bei Teil 2.